Oliver Payne. Nach 6 Jahren hat es der SC Neuenheim geschafft, die RG Heidelberg zu entthronen. Da war eine große Party bestimmt vorprogrammiert. Nehmen Sie uns gerne mal etwas mit. Wurde denn ordentlich gefeiert und haben Sie heute erstmal frei gehabt? Und kann man den Titelgewinn denn auch schon so wirklich begreifen? Also auf jeden Fall war eine richtig große Feier gestern Abend. Das ging schon lange in die Nacht. Es gab natürlich ein paar Jungs, die heute arbeiten müssen. Ich habe zum Glück genau um den Zeitpunkt jetzt Urlaub und kann natürlich den Tag ein bisschen besser genießen, glaube ich, als ein paar anderen Jungs, die gleich ein bisschen, sag ich mal, geschwächter zur Arbeit gegangen sind. Aber es war eine sehr, sehr schöne Feier. Es war natürlich vorprogrammiert, dass nach so einem Sieg, nach so einer langen Zeit, auch zweiten Titel für den SCN, das war natürlich eine Riesenfeier für uns, ja. Sie haben den entscheidenden Straftritt verwandelt. Hat der Titel dann nochmal eine andere Bedeutung? Eine andere Bedeutung glaube ich nicht. Ich meine, für uns saß ja immer, dass wir als Team halt zusammenarbeiten, dass wir als Team wir diesen Sieg geholt haben. Natürlich für mich persönlich ein schöner Moment, klar. Das kann ich nicht anders beschreiben. Ich habe es immer noch nicht so ganz für mich selber verstanden, was das für ein Gefühl jetzt ist im Moment. Aber ich finde eher, dass es unser Teamgeist war, dass unsere Teamarbeit, die uns zu Sieg geführt hat. Vor 26 Jahren gewann der SC zuletzt die deutsche Meisterschaft im Siebener Rugby. Was bedeutet es denn jetzt für den Verein, vielleicht auch finanziell? Finanziell weiß ich nicht, bin da nicht so ganz involviert, was das Finanzielle geht beim Verein. Aber natürlich ist es für die Geschichte von unserem Verein, für die ganze junge Spieler, die wir bei uns haben, die ganze Jugend, die hochkommt und auch bei den Spielern, die bei uns jetzt sind, ist es natürlich ein Schwung, was wir jetzt mitnehmen, in die Saison, die jetzt kommt. Und es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Baustein, sage ich mal, dass wir da einfach darauf bauen können und weiter nach vorne schauen. Wie geht es denn jetzt weiter? Haben Sie erstmal Pause oder was sind die genauen Pläne? Also wir haben jetzt die erste Woche Vorbereitung fertig. Es ist immer mit dem Siebener ein bisschen eine Frage, wann fängt man die Vorbereitung an, spielt man überhaupt mit? Und wir haben jetzt eine Woche Vorbereitung hinter uns, sind jetzt in der zweiten Woche, die jetzt anfängt und sind jetzt eigentlich auf dem Weg für die 15er-Saison vorzubereiten. Am 4. September ist das erste Spiel und wir sind jetzt, sage ich mal, langsam am Starten, dass wir jetzt für die 15er-Saison uns vorbereiten, ja. Vielen Dank, Oliver Payne. Bitteschön.